Worin liegt denn eurer Meinung nach der langjährige Erfolg, da ihr nun schon über vier Generationen geht? Worin liegt der begründet? Könnt ihr da was sagen zu? Ich würde mal sagen Konstanz, gerade im Taubenbestand, da sind wir ja vorhin schon noch zu sprechen gekommen. Also ich glaube, die wir in Zuchtstand nehmen, sind außer die wir uns selbst gezüchtet haben, sind alles nur zweistellige und die auch zweistellige mit Spitzenpreisen. Und da bin ich mir sicher, aus zwei so einen Spitzenvögeln, wenn man jetzt vier Junge davon gezogen hat oder acht, da ist die Hälfte auch wieder spitze. Davon bin ich voll und ganz überzeugt. Okay. Also aus einem gut gehenden, konstanten Stamm. Mhm. Wobei, auch, wie jeder andere, auch mal andere Tauben dazu nimmt, aber das ist dann auch immer 50-50. Du kannst von einem deutschen Meister da den Assvogel dir erwerben für teures Geld und ziehst auch nichts draus. Ja? Und natürlich aus der nächsten nachher wieder, ja. Und aber ich glaube, wir haben eine ganz dichte Konstanz im Zuchtstab drin und aus diesem immer wieder schöpfen zu können, das kann nicht jeder und das ist so in meinen Augen. Ich würde mal so erweitern und muss sagen, vorher hießen wir ja nur Ulrich und Sohn, das war mein Vater und ich. Der Vater wäre jetzt 125 Jahre, also der ist schon längere Zeit tot. Wir waren in den Jahren 60 bis 70 etwa viermal Bezirksmeister, waren auch in der deutschen DDR-Meisterschaft mit dabei. Das ist, sagen wir mal, über lange Zeit konstant. Und ich denke mal, das beruht sich auch auf den Sportfreund selbst, weil er muss einen Weg haben und er muss sich das abstecken. Was will ich erreichen? Will ich den vergangenen ersten Meister schlagen oder nicht? Und daran muss ich arbeiten und muss also auch einiges hinnehmen und versuchen zu verbessern. Ich muss einen Willen haben. Und dieser Wille zeigt sich nicht nur, dass ich über einen Reiseplan diskutiere oder über die Einflugschneisen, sondern der Wille muss sich bei den Tauben zeigen. Das heißt auch ein Taubenschlag. Und wer danach verfährt und hier versucht, seine Ideen einzubringen, der kommt auch weiter. Es ist nicht nur, dass man da Futter hinschmeißt, sondern man muss schon dafür arbeiten. Und das ist hier bei uns, denke ich, gegeben, weil wir zielstrebig sind. Das ist wie ein Sportler, ein Spitzensportler, der muss sich auch einem unterwerfen und muss daran arbeiten, eine Leistung wieder zu fordern und zu bringen. Denn ich kenne viele, die waren ein paar Mal doll in der Meisterschaft und wenn sie nicht mehr dabei sind, dann lassen sie sich fallen. Mhm. Das ist nicht richtig. Es kommt wieder. Man muss versuchen, immer wieder einen Weg, den man mal hatte, nachzuvollziehen und sich dafür einzusetzen. Wenn man das tut, dann denke ich, kommt der Erfolg auch wieder. Mhm. Das ist also ein gutes Zeichen. Und da gibt ja heute so viele Vorgaben. In der Zeitung gucke ich nur in den Röhnfried-Katalog rein. Da habe ich, sind wir dann um die 20 oder mehr noch, Spitzenzüchter drin. Daraus kann ich mir meinen Plan erarbeiten und gucke, belese mich da und gucke, was machen die anders wie ich. Wir haben, ich sag's mal so, vier Zeitungen. Die Sporttaube, die Brieftaube, Brieftaubensport International und die DOIF. Und daraus ziehen wir auch unsere Ideen und versuchen hier zu arbeiten und auch das, was die dort machen, vielleicht mit einzubauen. Ich muss nicht unbedingt, aber ich kann. Mhm. Und deswegen sind wir auch der Thorsten hauptsächlich und Simon, auch ich, der Leonard, bei den Jugendlichen, versuchen auch auf anderen Schlägen zu gucken, die also noch besser sind wie wir, auch auf kleineren Schlägen zu helfen in der AV, zu gucken, was könnte man anders machen. Denn wenn ich da sehe, dass der Schlag zugig ist oder das ist, dann kann ich dem Sportfreund das sagen. Wenn das aber nicht abstellt, dann kann ich nichts tun. Mhm. Ja, und das ist nicht nur so, dass man sich gute Tauben kauft, ich muss auch versuchen, auf meinen Schlag alles in Ordnung zu bringen. Ja. Wenn ich so bin, dann kann ich auch auf den Erfolg hoffen.